Ja, Leute, Assassin's Creed Syndicate. Unity ist zurück. Wir müssen dem immer noch folgen. Danke, mein Freund. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Vielleicht könnt ihr euch ja revanchieren. Ja, natürlich. Darf ich? Die erste machte ich vor einigen Jahren. Ein Privatauftrag. Eines gewissen Lafreniere. Es war eine ungewöhnliche Kommission. Und ich gestehe, die Neugier trieb mich, sie anzunehmen. Vor kurzem erfuhr ich mehr über Lafreniers Hintergrund und was ich herausfand, ist unglaublich. Er ist ein Templer. Habt ihr das erfahren? Ja, ich glaube schon. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich war sehr leichtsinnig und Lafreniere kam mir auf die Schliche. Seit jenem Tag stehe ich unter Hausarrest. Ich schmiede, was er verlangt. Waffen meistens. Wo kann ich ihn finden? Nun, Lafreniere ist vermutlich nur sehr schwer aufzutreiben. Vor kurzer Zeit, da hörte ich etwas über den Schutz der Waren in der Al-Oblée. Es klang bedrohlich, wie er das sagte. Wenn ich fragen darf, warum interessiert er euch? Eine mir wichtige Person starb durch ihn. Ich will wissen, wieso. Verstehe. Ihr habt mein Mitgefühl. Sie werden wieder nach euch suchen. Macht euch lieber rar. Ja, das werde ich wohl. So, und damit ist das schon die dritte Mission, die wir in Folge mit 100% Synchronisation abschließen. So. Und jetzt schauen wir erstmal, was wir so wieder an Fähigkeiten dazu bekommen. Ja, tun wir einfach mal abrollen reinhauen. Kann ja nicht schaden. Hauptsache, wir collecten sie alle. Ja, nee, ich möchte das nicht sehen. Jetzt vielleicht. Dankeschön. So. Hier. La Haut au Blé. Ich kann das nicht aussprechen. Es tut mir leid. Hier hat sich wieder irgendwas aufgetan. Aber es interessiert mich jetzt mal überhaupt nicht. Och, das sind einfach zu lange Wege und man hat auch kein Transportmittel. Ich meine, in Assassin's Creed Syndicate geht es immerhin die Kutschen. Aber ich finde auch London ist halt viel stimmiger und so weiter und so fort, dass man da durchlaufen kann. Nichts gegen Paris. Und ich habe übrigens mich informiert, das ist doch nicht das größte PlayStation 4 Spiel bis jetzt. Grand Theft Auto 5 ist da noch ein bisschen größer. Mit 54 Jeep. Ja gut, wir lassen jetzt mal diese blöden Truhen. Ich habe langsam genug. Was mit den Truhen können wir uns zwar bessere Ausrüstung kaufen, dann bessere Fähigkeiten, gut können wir eigentlich nicht. Das hat man nämlich simpel getrennt gemacht, damit man praktisch langsam vorangeht und das war der Verbrecher, das hätte ich nicht gleich sagen können. Aber wenn da ja mehrere stehen, warum sagen die nicht, töten sie die Verbrecher und nicht den Verbrecher? Das ist der große Unterschied. Das eine ist ein Plural, das andere ist ein Singular. Und da ich Bock drauf habe, beenden wir noch in den nächsten beiden Parts Sequenz 5. Was kommt jetzt eigentlich nochmal? Ich weiß es nicht. Also es gibt manche Missionen, die sind echt stumpfsinnig, warum man sie macht. Da muss man sich wahrscheinlich auch die Filme da ansehen, diese Zwischensequenzen. Weil es ja noch in den alten Assassin's Creed richtig aufgezwungen war. Auf jeden Fall ist es wieder mal sehr komisch, dass es auf dem Dach beginnt. Mal schauen. Nun gut, Lafreniere. Wo versteckt ihr euch? Also gut. Wir sollen jetzt also in diese Halle rein. Könnt ihr mir mal bitte das übersetzen? Wer es weiß, da schreibt es wieder in die Kommentare. Wir sollen Pistolenkills. Haben wir eine Pistole? Da rüsten wir am besten eine Pistole aus. Ich meine, wir haben doch eine Pistole, oder? Gesamtsynchronität haben wir gerade mal 13. Ich verstehe da gar nicht warum. Ausrüstung, Waffen, Pistole.
Ja, welche rüsten wir jetzt aus? Die. So, jetzt haben wir auch eine Pistole. Das ist gut. Ich verstehe es gar nicht. Die wurde vorher ausgezeichnet. Dann habe ich sie weggedrückt. Dann hatte ich sie plötzlich nicht mehr. Ach, kann ich gar nicht die Pistole einsetzen. So, einen Pistolenkill haben wir schon mal. Und das ist der zweite Pistolenkill. Und da unten haben wir noch einen, der möchte sich auch gerne mit der Pistole abknallen lassen. Wenn die nicht einen explizit aus dem Gebiet meinen. Ah. Wir brauchen mal wieder Kugeln. Wir gehen mal in den Nahkampf. Das wäre natürlich auch cool, wenn ich auch diese Mission mit den 100% beenden könnte. Was nicht eine perfekte Parade. Cool. Haben wir auch endgültig keine Medizin mehr. Auch das wieder ein Zivilist, der sich nicht zur Wehr setzen kann. Ach, da kommen wir zu spät. Und Phantomklinge gibt es eigentlich relativ selten zum Einsammeln. Sonst haben wir wieder zwei Kugeln. Also, das, was die am wahrscheinlichsten immer dabei haben, das sind definitiv die Kugeln. Weil man ja meint, ja, also die. Diese Pistolen da, die machen ja den Unterschied aus. Die sind ja so toll. So, die haben ja beide mit einer Pistole getötet. Hat ja vorhin für Aufmerksamkeit gesorgt. Anscheinend geben die, die man mit der Pistole tötet, einfach viel mehr her. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie man da reinkommt. Ach so, darüber. Das ist eine sehr beunruhigende Menge Waffen. Was ist mir ein Dach, wenn es nicht mal den Regen abhält? Lafreniere scheint etwas Großes zu planen. So, das hätten wir. Und mit dem Rest legen wir uns einfach mal an. Verdammt, den müssen wir angreifen. Verdammt. Sepp. Ich sag gerne Sepp. Das ist ein tolles schwäbisches Wort. Wird aber auch im Bayerischen verwendet. Ich glaube, im Bayerischen hat es auch seinen Ursprung. So, das hast du verdient. Ich weiß nicht, so zwingend kastrieren lassen. Oh Gott. Versuchst du wegzulaufen? Nein. Warum sollte ich? Ich habe verdammt nochmal Besseres zu tun, als hier den Sepp zu spielen, der sich verstecken will. Ach, immer diese unbelehrbaren Idioten. Das ist furchtbar. Dummheit ist wirklich die größte Pest auf diesem Planeten. Aber ich glaube, das muss ich euch nicht erzählen. Das wisst ihr alle. So, selbe Prozedur wie immer. Wir müssen das hier abschneiden. So, die Glocken haben wir freigeschaltet als ein Achievement. Ich weiß, ich muss es immer wieder so betonen, aber ich mag Achievements. Manche finden es ja extrem nervtötend, also mein Vater muss immer wieder lachen, wenn er das bei Call of Duty liest. Also ja, mein Vater, mein 57 Jahre alter Vater spielt Call of Duty, weil er es gut findet. So, ich glaube, wir müssen uns da immer weiter nach oben arbeiten. Ich finde auf jeden Fall solche Missionen eigentlich ganz geil. Also geil im Sinne von, ich finde sie cool, weil geil hat ja eine andere Bedeutung, als das die meisten halt sagen. Mittlerweile ist es eher, wie soll ich sagen, so eine Art. Ähm,
Mir fällt es eigentlich gar nicht ein. Aber im Englischen ist es eigentlich ziemlich klar. Man unterscheidet eindeutig zwischen cool und horny, weil. Was immer er plant, es ist groß. Und nun weiß ich, wo ich euch finde, Großmeister. Vielleicht etwas unsicher, die so einfach hier rumliegen zu lassen. Ja, da hat er gute Ahnung, nicht so richtig nachgedacht. Also nochmal zurückgekommen. Also man unterscheidet es ganz stark. Wenn man im Englischen halt sagt, das ist cool, dann ist das halt cool, dann findet man was toll. Und horny ist, wenn es einen sexuell anhört. Und hier müssen wir das üben, was wir schon im 19. Jahrhundert, oder hier müssen wir was machen, was wir schon im 19. Jahrhundert geübt haben. Das Feuer kann sich viel Schaden zufügen. Es gibt Slow-Motion-Effekte, das finde ich auch. Ein sehr toller Aspekt. Macht das Spielgefühl jetzt zwar nicht besser, sondern man denkt sich halt trotzdem hell. Also da hätte vielleicht der gute Arno zweimal nachdenken müssen sollen. Wir müssen Objekte unter- und überqueren. What the? In Gottes Namen. Was hier explodiert, das ist ja wohl bigger than ever. Diese Explosion, also das sieht schon eindrucksvoll aus. Also richtig wie aus dem Ofen. So, wo sind hier noch Objekte, die man unter- oder überqueren kann? Vielleicht auch mal interessant, das zu wissen. Bevor wir hier sterben durch die Atmosphäre, weil die so heiß ist. Aber wird langsam auf sich hier geröstet. Sag mal, wo geht's hier lang? Ach so, wir müssen wieder auf das Gegenstück springen, oder was? Das kann ich natürlich machen. Ja, am besten von hier aus. Ich setze keine Medizin ein, ich dussel. Dann jetzt entkommen wir natürlich. Wo sollen hier bitte schön die zwei anderen Objekte sein? Also mal ehrlich. Ja, bloß nicht auffallen. Gut. Mission Impossible im 18. Jahrhundert. Ja, also. Vielleicht habt ihr sie ja gefunden, diese Objekte, die man über- und unterqueren kann. Ich habe sie jetzt nicht gefunden. Ist mir auch scheißegal. Oh, wir haben hier sogar einen Aussichtspunkt. Ich schaue den Käfig an. Was ist das eigentlich? Okay, ja, ich glaube, das ist ein Vogelkäfig. Ich meine, damals hat man es ja noch primitiv gemacht. Ich frage mich, was passiert da jetzt eigentlich, wenn wir da jetzt wieder reingehen? Ich denke mal, das stellt sich schon wieder her. Ich meine, Flammen können ja nicht bis zum Horizont reichen. Und ich habe gerade die Meldung bekommen, es geht wieder los in der dritten Liga. Sehr schön. Auch den müssen wir doch umbringen. Oder müssen ja alle umbringen. Ja, müssen wir. Okay, das gab es damals schon in Assassin's Creed Unity. Gar nicht gut. Auch das ist so eine Sichtgranate. Meine Güte, die schaden sich ja selbst. Okay, da hat die höchste Stufe.